Liebe Zuschauer und Freunde, der Diesel lebt und ist eine nach wie vor erstklassige Technologie aus Deutschland. Trotz der, wie immer, unqualifizierten Angriffe aus dem grünen Lager steht er für Umweltverträglichkeit und ist gleichzeitig Jobgarant für Millionen von Arbeitskräften hier in Deutschland. Diesen Millionen Menschen, die hier betroffen sind, wollen wir in der Politik und der Öffentlichkeit eine Stimme verschaffen gegen das derzeitige Meinungskartell. Und hierzu haben wir als AfD-Fraktion im ersten Schritt eine Dokumentation über die reale Situation des Diesel produziert, welche wir Ihnen heute vorstellen wollten. Dies können wir jedoch leider nicht, da unsere politischen Gegner erneut, wie so häufig, die sachliche Diskussion scheuen und stattdessen auf Parolen und Propaganda setzen. So kündigte der Veranstalter heute 2 Stunden vor der geplanten Vorstellung den Vertrag mit der Begründung, es sei nicht Politik des Hauses, die Positionen der AfD zu verbreiten. Eine rein sachliche Position, gedeckt durch naturwissenschaftliche Fakten und Aussagen, zum Beispiel des weltweit angesehenen Fraunhofer-Instituts. Und dieser Vorgang zeigt erneut, im Deutschland des Jahres 2019 geht es mitnichten um Demokratie und den Wettbewerb der Argumente. Und wenn man andere Meinungen schon nicht verbieten kann, so greift man eben zu dreckigen Tricks und pfeift auf Verträge und Vereinbarungen. Wir als AfD lassen uns dadurch jedoch nicht mundtot machen. Wir werden weiterhin die Stimme erheben gegen die einheitsparteiliche Ideologie, welche unsere Wirtschaft und unser Land und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Hierfür stehe ich auch persönlich und ich verspreche Ihnen, diese Dokumentation werden wir möglichst zeitnah der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, halt an einem anderen Ort. Und denn nur wenn wieder eine Rückbesinnung auf Argumente statt Ideologien stattfindet, können wir hier in Deutschland für Deutschland die richtigen Entscheidungen treffen. Sie hören von uns. Verlassen Sie sich drauf. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.